hier geht es darum, selbst Ideen zu entwickeln und die dann auch sogar umsetzen zu können bis zur Entwicklung eines Chips. Und wenn es dann gelingt, wie hier unseren Preisträgern, direkt hier vor Ort zu sein, spürt man vielleicht auch noch ein bisschen, was es heißt, Bestandteil des großen Netzwerks VDE zu sein. Der mit 2000 Euro dotierte Sonderpreis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung geht an Patrick Bär, Luca Beetz, Lucias Neumüller und Marcel Schöckel. Herzlichen Glückwunsch. Viele Leute haben Rückenschmerzen. Und mit dem Sitzsensor ist es möglich, dass durch haptisches Feedback die Leute darauf aufmerksam gemacht werden und sich anders im Stuhl hinsetzen können, damit Rückenschmerzen vermieden werden. Wir verwenden zwei Lagesensoren, die am Rücken befestigt sind, um die Sitzposition des Nutzers zu erkennen und ihn dann gegebenenfalls darauf aufmerksam zu machen, wenn er in einer ungesunden Sitzposition sitzt. Der mit 1000 Euro dotierte dritte Preis geht an Timo Alexander Schmidt vom Bischöflichen Cusanus-Gymnasium in Koblenz. Meine Chip-Idee, Klopapier-Notfall, bewahrt vor der verhängnisvollen Situation einer leeren Klopapierrolle auf einer fremden Toilette, in dem jeder Toilettenpapierspender zu einem intelligenten System mit Vorteilen für Nutzer und Betreiber wird. Ich verwende Abstandssensoren, die den Füllstand der Toilettenpapierspender angeben. Der Mikrochip liest diese Daten aus und überträgt es auf die Lichtsignale. Der mit 2000 Euro dotierte zweite Preis geht an Niklas Doberstein vom Gymnasium Lindlar. Das ist mein Projekt, der intelligente ergonomische Arbeitsplatz. Dabei kann der Benutzer seine gewünschten Einstellungen einstellen. Das geht von Tischhöhe bis Licht und Temperatur und diese dann abspeichern und überall dann wieder abrufen, wo es einen intelligenten Arbeitsplatz gibt. Der mit 3000 Euro dotierte erste Preis geht an Gesa Dünnweber vom städtischen St. Anna-Gymnasium in München für das Projekt Zufallsgeneration. Klasse, herzlichen Glückwunsch. Ich generiere Zufallszahlen direkt auf dem FPGA, damit die dort dann auch für Verschlüsselungsalgorithmen verwendet werden können, die auch dort laufen. Das hat den Vorteil, dass es keine Verbindungswege nach außen oder so gibt, sondern dass alles direkt an einem Ort passiert. Für mich war die größte Herausforderung, dass ich meine ursprüngliche Idee, und zwar die Zufallszahlen mit thermischen Rauschen zu generieren, gar nicht wirklich umsetzen konnte, sondern jetzt auf ein anderes System umgestiegen bin. Auch Sie bekommen einen Preis für ein Jubiläum, für 5 Jahre. Erstklassiges Know-how. Herrn Professor Holger Blume und seinem Team, herzlichen Dank.